Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay heute an diesem wunderschönen Freitag, 12 Uhr, wie ein Uhrwerk, hoffe ich doch. Und wenn nicht, dann herzlich willkommen an einem anderen Tag, nein Spaß. Natürlich ist heute Freitag und das ist der große Kurfürst, das Premium-Kohle-Schiff Stufe 10 der deutschen Flotte hier, zumindest was die Schlachtschiffe betrifft. Ihr wisst, die Preußen ist jetzt das normale Baum. Schiff geworden mit den 4x2 und dem höheren Kaliber, während wir hier immer noch auf den 406ern respektive 420 mm sitzen, dafür aber in 4x3 auf 29 Sekunden Nachladezeit, zumindest Stock, ne? Bei den 406ern. Ich glaube 31 Sekunden sind es bei den 420ern. Das hier sind, obwohl optisch keine Veränderung auftritt, je nachdem welche Turmgröße oder Granatengröße man wählt, die 406 mm einsehbar. Eins für alle. Hier unten sehen wir 406 mm als 12.700 Alpha als Höchstschaden. Das passt soweit. Wir haben natürlich wie immer, da wir gestern die Bismarck hatten, erweitertes Interesse an einem Gefecht eines Schiffes der Linie ein bisschen höher. Schade, dass kein Friedrich eingesendet worden ist. Aber gut, man kann nicht alles haben. Der Friedrich ist eines der Schiffe mit der besten Sekundärartillerie im ganzen Spiel. Laut Daten zumindest, nicht laut Stats, würde ich mal behaupten. Da fehlt ein bisschen was vom Schiff generell. Allerdings schlägt er sich in reinem Stufe 9 Gefecht gar nicht schlecht. Stufe 10, wenn er dann hochkommt, ja, da fehlt es halt wie vielen Stufe 9 Schiffen im Stufe 10 oder Superschiff Gefecht einfach an Trefferpunkten. Man muss es einfach sagen, es ist ein großer Sprung teilweise bei bestimmten Nationen von Stufe 9 auf Stufe 10. Bei manchen auch, wenn wir jetzt Rupprecht zu schliefen sehen, auch noch panzerungstechnisch, das fällt schon ins Gewicht. Muss man einfach sagen. Aber ansonsten im reinen Stufengefecht, also plus minus null, da ist auch der Friedrich eine Macht, mit der durchaus gerechnet werden kann. Vor allem in diesen Spezialoperationen oder Spezialgefechten, Spezialmodi, in denen unter anderem weniger Schiffe im Gefecht zu finden sind als das 12x12 und von weniger Feind profitiert ein Sekundärartillerieschiff oder ein Nahkampfschiff, weil unterm Strich muss ja ein Sekundärartillerieschiff nicht immer im Nahkampf gefahren werden. Man kann auch drauf scheißen, ne? Und einfach, naja, schon gesagt, drauf scheißen. Sollte man aber nicht unbedingt machen. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine, die ich jetzt nicht aufmachen möchte. Eine enttäuschende. Gut, kommen wir zum großen Kurfürst hier. Eingesendet wurde dieses Spiel von Watteballhaubitze. Nice, geiler Name. Brachial. Und dann irgendwo dann doch nicht. Irgendwo dann doch knuffig. So, in einem reinen Stufe 10 Gefecht, Hindenburg, Gearing, Marceau und Tromp sind schon raus. Es ist ein bisschen bezeichnet, wir haben erst 3 Minuten 30 gespielt. Und unser großer Kurfürst unter Watteballhaubitze ist quasi erst in der Anfahrt zu seiner finalen Destination. Er sucht wahrscheinlich hier ein bisschen die Nähe der Schliefen, eine gar nicht ungute Kombination, wenn man noch ein Schiff mit dabei hat, das ebenso den Schaden auf sich zieht, wenn es näher rankommt, wie eben auch der große Kurfürst. Das ist super praktisch. Und in den Nahkampf wollen wir, denn wir sehen, wir haben 12,5 Kilometer Sekundärartillerie hier. Und jetzt ist die Frage, der fährt natürlich auf. Oh, Smolensk, das ist bitter. Oh ja, oh, oh, das sieht man so selten, ne? Das sieht man so selten. Also das ist natürlich der Zielbug bei Inseln. Sobald man auffährt, Bullshit am Arsch, ne? Schießt man einfach darüber, weil das Schiff auf einmal stehen bleibt. Einfach Bullshit. Wargaming kriegt das einfach nicht auf die Reihe. Aber was man da gerade gesehen hat, meistens gehen Schiffe zu, wenn man schießt. Dieses ist aufgegangen, wenn man schießt, und somit haben wir noch eine Zitadelle geschossen. Zumindest in der zweiten Salve, als es dann stand. Das ist super praktisch gewesen. Ja, das sollte eigentlich jetzt hier eine Schliefen gewesen sein, die hier die Smolensk aufdeckt, und deswegen wird es wieder klar. Aber wer kennt es nicht? Man sitzt 6 Kilometer vor einem Schiff und der Wargaming-Server denkt sich einfach mal, nö, da ist nichts. Und das gegnerische Schiff geht kurz zu
und nach einer Sekunde wieder auf. Genau in dem Moment, wo man abdrückt. Und dann denkt man sich, willst du mich flicken? Wahrscheinlich. Naja. Nicht so viel Emotionen am Morgen. Wenn man direkt schon so in den Tag einsteigt, dann verspricht es ein stressiger Tag zu werden. Gut, ich glaube mal, wir sind hier durch die Seite gebrawlt. Die Schliefen hat wahrscheinlich den Großteil oder mit Sicherheit den Großteil dazu beigetragen. Wir haben quasi die zweite Geige gespielt oder sagen wir die dritte. Einiges verloren hier auf der Seite, während nicht viel auf uns geschossen worden ist. Gut, wir haben jetzt 51.000 gemacht. Das ist ganz okay für die ersten 5 Minuten. Ne? Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Da muss noch mehr gehen. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich darauf, dass wir reinkommen ins Gefecht. Die Frage ist, man hätte wahrscheinlich können eine Insel weiter rechts reinfahren. Dann wäre man theoretisch weiter vorne. Man kann einen Kreml und eine Venezia tanken. Ein Yoshino gleichzeitig dazu, solo, das wäre dann nichts. Aber wir sind ja nicht allein. Wir können ja Fokusfeuer machen. Die Schliefen hätte wahrscheinlich da nicht so viel kassiert. Die zieht sich jetzt zurück, aber ich hoffe mal nicht durch die kleine Inselgruppe hier zwischen der DE-Linie, die sie momentan ansteuert. Denn da kommt schon der Thunderer und der würde mit nur noch 22.000 Trefferpunkten zurückbleibend Schreinholz aus ihr machen. Muss man einfach sagen. Das sind 2-3 Salben. Ich hoffe, sie fährt straight in den Norden und straight. Ich hoffe, sie fährt gerade in den Norden, um quasi sicher zu sein und einmal, zweimal ein Schadensreparaturteam ziehen zu können. Zitadellen auf die Breitseite Yoshino, auch wenn es nur eine ist, ist dennoch befriedigend. Ne? Ihr seht schon, ich nehme mittlerweile, wie es kommt. Irgendwo, ich weiß nicht, kann man sich das nicht so erwarten, dass man auf Breitseite Schiffe auf 10 Kilometer eine Zitadelle schießt, da ist so viel Glück mit dabei. Entweder sehe ich das mittlerweile nur so, oder es hat sich was geändert, keine Ahnung. Ist wirklich brutal, auch auf manch stehende Schiffe. Naja. Ist halt so. Ich finde es gut, dass sie noch eindreht. Allerdings haben wir damit ein bisschen zu hoch geschossen. Das sollten die Yoshino-Torpedos sein hier. 20 Kilometer. Deswegen sitzt sie auch so weit weg. Hätte sie nur 12,5 Kilometer, würde sie vielleicht näher ran sein. Aber wahrscheinlich nicht. Ist nur Yoshino. Yoshino sind tatsächlich nicht dazu gedacht, dass man sie weiter entfernt spielt. Da kann man dem Schiff auch keine Vorwürfe machen. Beim besten Willen nicht. So. Slava, Schliefen und Großer Kurfürst jetzt gegen Thunderer. Der Thunderer wollte unbedingt hier B einnehmen, ja, ist von den Punkten her jetzt nicht unbedingt notwendig. Jetzt trägt er zum Untergang seines Teams bei, tatsächlich. Breitseite zeigend mit der Panzerung, die er hat, und der relativ hohen Zitadelle, ist, ja, kritisch und da gleich 2 Zitadellen gefressen, die er nicht so gut reparieren kann. Was noch wichtiger ist, da kommt auch noch eine Slava, die hoffentlich, die ist gerade hinter der Insel oder was. Und was macht die Schliefen? Schießt die da nicht drauf? Momentan nur der Thunderer in Reichweite, deswegen wurde das Ziel, also das vorrangige Ziel, von der Minotaur zur Thunderer genommen. Es könnte sein, dass die Minotaur ein grobes Problem wird, wenn die hier über die Insel schießt. Und seht ihr das? Auf 10 Kilometer, da war auf einmal gar keine Zitadelle mehr dabei. Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe nicht genau geachtet darauf, wie jetzt hier geschossen worden ist. Da die Slava hat ihn rausgenommen. Deswegen kann es auch falsch gezielt worden sein, wobei vorher war es richtig gezielt, da gab es 2 Zitadellen, jetzt ist falsch gezielt worden auf einmal, wenn man noch näher rankommt. Ja, kann durchaus sein. Ne? Oh. Und da ist die vereinte, geballte Macht von 3 Schlachtschiffen auf eine Breitseite zeigende Thunder reingeprasselt und ihr habt schon gesehen, 30 Sekunden. Ne? Ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, einfach keine Breitseite zu zeigen. Das ist es. Es geschieht hin und wieder nichts unabsichtlich, sondern absichtlich, dass man Breitseite zeigt, weil man denkt, die eine Salve kann ich ab oder lieber einmal schnell drehen, anstatt dann niedergefahren zu werden. Das sind durchaus Überlegungen, die in solchen Aktionen auf jeden Fall mit einbezogen werden müssen. Meist ist es aber weniger gut, Breitseite zu zeigen und einfach pro on stehen zu bleiben. Und es zu ertragen, solange es aushält. Solange es andauert. Also sind wir
Ah, schön, schon wieder ein Zitadelchen. Das ist schön, wenn man den großen Kurfürsten ein paar Zitadelchen schießen lässt. Aber sind wir ehrlich? Wenn viele Leute auf einen schießen und dann möchte man abhauen, dann überlebt man meistens den Turn nicht, also die Kurve nicht, weil viele Leute auf einen schießen. Und wenn man Bow on steht, dann überlebt man es meistens auch nicht, aber meistens überlebt man es dann ein bisschen länger, weil das, was uns mit AP vernichtet, stört uns Bow on weniger. Viel weniger. Weil es halt meist keine Zitadellen sind. Gut, wenn es ein Shikishima ist, dann ist der Arsch halt offen, dann kann ich auch drehen. Ganz im Ernst. Das ist dann egal. Die schießt frontal durch, die schießt seitlich durch, die schießt überall durch. Overmatch, ne? 510 mm, kein Interesse an 32 mm, wird ignoriert. Von daher, aber wenn es nur eine Shikishima ist, dann erträgt man das halt und dreht und dann weicht man aus und gut ist und hofft das Beste. Oder man hat einen Kurfürsten und ist schon so nah dran, dass man auch in den Brawl gehen kann. Ist dann die sinnvollere Alternative. So, und jetzt aber. Jetzt will ich aufhören, hier Durchschläge sehen zu müssen. Jetzt will ich hier Zitadellen sehen. Das Schiff ist angewinkelt. 406 mm ballern durch die abprallenden Schichten eigentlich durch. Wo sind hier meine großen Treffer? Die blöde Minotaur. Der wird übrigens U-Boot nebenbei erledigt. Die blöde Minotaur soll jetzt aufhören, hier zu überleben, sondern einfach verrecken. Man könnte noch ein bisschen tiefer ziehen. Aber die Streuung soll es eigentlich richten. Komm schon. Dankeschön. Dankeschön. Es ist schön, wenn ein Plan funktioniert. Weißt du, die steht halt einfach da, stur wie ein Esel am Berg. Entschuldigung, stur wie ein Ochs am Berg. Ich weiß nicht, kann man das in Deutschland auch? Vielleicht. Sonst der Rest von Österreich. Und macht einfach nichts. Wehrt nicht vor oder zurück. Warum? Es ist doch bekannt, dass es absolut beschissen ist, auf ein Schiff zu schießen, das auf eine Insel auffährt. Keine Ahnung. Also immer wieder vor, zurück, weil ne, dann sieht dieser Wupp, Wupp. Und man schießt voll in die Insel, weil das Schiff nur 3 Kilometer entfernt ist. Aber man schießt 5 Kilometer höher in die Insel. Naja, anscheinend ist das nicht allen bekannt. Yamato ist geil. Parkt an der Insel. Man schreit ein Idiot. Intention solcher Leute ist immer, ja, ist immer eine Minute wert. Warum schreibt ihr Idiots in den Overall-Chat, also in den allgemeinen Chat? Wenn er meint, dass seine Teammitglieder Idioten sind, dann reicht doch der Team-Chat. Wenn er meint, dass alle Leute Idioten sind, dann muss er in diesen übergeordneten Chat schreiben, in den All-Chat oder in den Alle-Chat. Also, meint er, dass alle Idioten sind oder meint er nur, diejenigen sind die Idioten, die ihn getötet haben. Aber sind nicht die Leute, die überleben, schlau und die Leute, die sterben, Idioten? Das war definitiv zu hoch. Hat aber dennoch gut Schaden gemacht, weil es halt unter die Reling geschossen worden ist. Nicht in die Zitadelle. Ah, das geht jetzt in die Zitadelle. Aber mal schauen, ob es überhaupt noch was. Ja, eine Zitadelle wurde noch gemacht. Nice. Und 2 Overpants. Hm, nice. Entschuldigung. Schön. Schön. Ich habe mich im gestrigen Stream am Donnerstag ein bisschen echauffiert, dass die deutsche Sprache vollgepackt mit Anglizismen ist. So, hin und wieder gut funktioniert, vor allem wenn man schnell etwas, wenn man schnell Ausdruck verleihen muss, einer bestimmten Situation Ausdruck verleihen muss. Dann geht das halt in manchem englischen Wort geht's schneller. Aber es gibt auch gute deutsche Pendants, die aussagekräftig genug sind und ebenso schnell sind. Leider hat man die mittlerweile nicht immer zur Hand, weil die deutsche Sprache einen weitaus größeren Wortschatz besitzt als die englische. Ne? Dementsprechend. Aber ich gelobe Besserung und gebe mir weiterhin Mühe, eine adäquate, vielseitige Sprache an den Tag zu legen. Eloquenz. Ja, Eloquenz. Das ist das Schlagwort des Tages. Aber ich gehe nicht so weit, dass ich jeden Tag über einen Wortkalender ein neues Wort lerne. Wäre aber auch mal keine schlechte Idee. Muss ich mir auf der Arbeit richten. Immer da, wo ich Zeit habe. Spaß. Nein, nach dem Weihnachtsgeschäft, ne, ist Handel bekanntlich im Sommer, kommt die Flaute. Und merkt man schon vom Arbeitsaufwand, was ultimativer Stress ab November ist, bis Ende Februar, so, ja, so in diese Richtung. Dünnt sich dann aus im August. Je nach Handel natürlich, aber bei uns schon. Ja.
So, jetzt ist die Frage, wollen wir noch Cappen oder wollen wir die Yoshino nehmen? Das Cap ist halt safe hier. Und safe. Das Cap ist uns sicher. Aber kann man da noch Cap sagen? Der Eroberungsbereich hier ist uns sicher, während die Yoshino wahrscheinlich ihr Heil in der Flucht sucht. Das hat halben Tierdoku-Charakter. So. Naja. Wir haben 307.000 gemacht, was durchaus beeindruckend ist für einen großen Kurfürst. Weitaus beeindruckender finde ich aber die neuen Zitadellen, die geschossen worden sind. Und immerhin noch 149.000. Oh, ich habe die Yoshino falsch eingeschätzt. Was? Die fährt da rein, dann hätten wir durchaus B einnehmen können und die Yoshino beschießen. Ohoho. Aber das Problem ist, die überlebt die Eroberung nicht, weil sie wahrscheinlich jetzt raus ist. Nein, das hat auch die Selim genau bekommen. 307.000 ist ein brutales Ergebnis, aber wie schon erwähnt, noch brutaler sind tatsächlich die 9 Zitadellen und die 6 Kills damit. Das ist einfach schön, so etwas zu sehen. Und das hat ihn auf 3.275 Treffer, Basic-Speed-Trefferpunkte gebracht. Ein harter Team-Carry, doppelt so viel wie der Zweitplatzierte in der Salem. Und man sieht, die Schliefen hat doch nicht so viel gemacht, wie ich mir gedacht habe. Vielleicht zu früh gestorben oder zu wenig Schaden gemacht, aber dafür viel genommen. 250.000 in der Sekundär, in der Hauptartillerie ist natürlich brutal. Die 44.000 in der Sekundärartillerie können da nicht mithalten. 2,365 Potential getankt und ein Spiel, das nicht zögernd gefahren worden ist, sehr geschmeidig. Es wurden quasi keine Fahrfehler korrigiert, sondern einfach durchgestochen. 15 Minuten 54 und da seht ihr schon die Skillung. Ist eine Sekundärartillerie-Skillung, allerdings hier in diesem Mal mit Concealment und ich habe nicht darauf geachtet, weil ich nicht wusste, wie das Schiff geskillt ist und ich habe nicht darauf geachtet, wie die Aufdeckungsreichweite ist, aber vielleicht habt ihr darauf geachtet, waren diese 4 Punkte denn hier jetzt unbedingt notwendig oder hätte man auch anders oder ohne diese 4 Punkte, also ohne diese 10% Concealment, das Gefecht genauso gespielt, weil man quasi immer zu war, wenn man zu war und immer offen, wenn man offen war, weil man eh die ganze Zeit geschossen hat. Vielleicht bei der Querung in die Mitte, dass die Kremlin und die Yoshino nicht drauf schießen können in die Breitseite, wobei bei dieser Karte wahrscheinlich dann eher die Inseln eine Rolle gespielt haben. Na, ich bin gespannt, was ihr dazu an Beobachtungen gemacht habt, den Gefecht. Ich sage vielen lieben Dank an der Watteball-Haubitze fürs Einsenden, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hier lassen und ein Abonnement für den Kanal. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht oder sonntags ab, denke 15 Uhr, World of Warships im Stream.